Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. Ich wollte hier noch einmal kurz schauen, ob was hier liegen tut, aber nichts gibt's hier. Also werde ich versuchen, wieder zurück zum Fischerdorf zu gelangen. Optimalerweise mit einem kleinen Umweg, hoppala, damit wir vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte kriegen, ein paar Viecherlein klatschen können, vielleicht unseren Proviant ein bisschen aufstocken können. Und ich will ja immerhin mal unser Messerchen hier ausprobieren. Zack. Ui, der ist echt nicht schlecht. Schönes Messerchen. Das wird auch gleich der Trachtenschnapper hier spüren. Zack. Au, au, au. Immer feste drauf. So. Achso, ich bin noch nicht fertig. Ich dachte, ich bin schon fertig. Hoppala. Wo bist du? Jetzt ist er tot. So ist das nun mal. Jawohl. So. Schwanzstachel. Mhm. Und hier bekommen wir ein bisschen Fleisch. Super. Tap, 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 tap. Dann gucken wir hier mal ein bisschen, ne? Alles voller Ruinen. Aber das hat ausgeschaut, als wenn da jetzt eine Beere oder so wachsen wird. Das war eine optische Täuschung. Nix da. Mhm. Da oben haben wir schon Spinnen. Da sollte ich ein bisschen vorsichtiger sein hier, glaube ich. Aufgepasst. Ja. Waldspinne, ja. So. Und immer fester drauf. Scheiß Insekten. Ja. Scheiß Insekten. Brr. Ah, schön. Gut. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Ach, da ist sie. Ja, ist klar. Sie haben halt einiges Pullen. Au. Au. Ja, würdest du jetzt abnippeln? Das war Metall. Ach, das macht nichts. Kein Ende mit den Biestern. Ja, ist klar. Na, die spawnen jetzt hier überall. Ah, das ist sogar eine große. Eine große Grabspinne. Auf die Gosch. Ui. Hoppala, das war zu viel getrunken. Hoppala. Verdrückt. Alter. Mistviech. Blödes. So, jetzt immer schön feste drauf. So. Ja. Kann man lassen. Na, war da was? Achso, das Goldklee. Goldenes Klee. So, ja, ja. Da unten ist, glaube ich, genau. Die Waldspinne und die andere. Genau. Ah, das sind einige Spinnen. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Warum ist so kalt? Daneben, theoretisch. Was ist sonst? So, und hier ist er. Oder auch nicht. Aber jetzt. So, zack. Diese Viecher sind eine Plage. Ja, du sagst es. Diese Viecher sind eine Plage. Das hätte ich selber nicht besser formulieren können. Ah, aber eine Beere dafür. So, dann müsste hier noch irgendwo ein Spinnentier sein. Oder auch nicht. Auf jeden Fall den machen. Oh doch. Doch, doch. Autsch. Immer fest drauf. Ja. Ein gepflegtes Schüsschen. Passt. Und du auch noch. Scheiß Krabbelviecher.
Er ist nur am Schimpfen. So, da sehe ich einen Gold. Klee, den nehmen wir auch mit. So. Sehr gut. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, wo wir hier sind. Aber wird schon werden. Was bist du? Ein Kobold! Ja, schau, die gibt's ja auch noch. Sehr gut. Hat ein bisschen Gold für uns. Okay. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Zack. 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 Das erledigt. Und jetzt du noch. Sehr gut. Lief ja hervorragend. Ui, er hat eine Gabel. Das war sicher sein ganzer Stolz. Das sieht immer aus wie so ein Erz. Ist aber nicht. Wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, wo ich langlaufe, ne? Aber ich hoffe, dass ich irgendwie zurückkomme zum Fischerdorf. Muss ich echt mal gezielt auf der Karte schauen. Und da war ich mehr beschäftigt mit Fischerschnitzel. So. Sehr gut. Hoppala, zu früh. Diese Viecher sind eine Plage. Da haben sie recht. So, Looty-Loot. Aha, da knutscht wieder was. Ich werde trotzdem mal speichern. So, und zwar den hier. So. Irgendwo da drüben knurrt was. Oh, da haben wir auch was da oben. Schau mal. Ach so, du bist das. Au. Das wollte ich elegant machen, nix da. Au. Autsch. So, geht ja. So, und hier habe ich auch die Hoffnung, dass es hier irgendwo einen Teleporter gibt. Was für eine Schande. Diese Mauern sind zu einem Auffangbecken für Betrunkene verkommen. Darauf trinken wir. Manchmal frage ich mich, warum ich dich begleite. Ich glaube, unserem Figürchen hier fehlt es an nötigem Respekt. Da könnte man, warte kurz, wir haben ja ein Büchlein bekommen, ne? Da können wir ja eigentlich noch kurz lesen. Zitadelle bla bla, Stufe 3, ne? Wo war denn das? Wo ist denn das Büchlein? Nicht so schnell. Da irgendwo. Geheimnis der Zitadelle. Ist das jetzt 3? Ich glaube, die Aufnahme. Ich habe heute einen dieser Jäger der Schatten in der Taverne gesehen. Er saß alleine an einem Tisch und trank. Alle Tische um ihn herum waren verlassen. Niemand wollte auch nur in seine Nähe sitzen. Ich habe ihn gefragt, ob ich mich zu ihm setzen könnte. Er bejahte meine Frage. Ich erzählte ihm, dass ich von meinem Fenster aus die Zitadelle sehen könnte und fragte ihn, was sie darin machen. Er antwortete, dass er es mir nicht erklären kann. Er könne es mir höchstens zeigen. Aber wenn er es mir zeigt, dürfe ich nicht darüber sprechen, nicht darüber schreiben, ja nicht einmal darüber nachdenken. Wenn ich es doch täte, müsste ich mit den Konsequenzen leben. Heute ist der große Tag. Er wird mich mit in die Zitadelle nehmen. Ich werde endlich erfahren, was diese Jäger der Schatten da drinnen eigentlich treiben. Das war's. Ich bin fertig. Wer auch immer diese Zeilen liest, sei vorsichtig. Es gibt Dinge in dieser Welt, von denen weiß man besser nichts. Aha, der war dann scheinbar doch unzufrieden. Servus, wer bist denn du? Mason. Hey! Ja, hey. Wie ist die Lage? Die Jungs sind unterwegs und kämpfen gegen die Schatten. Ich halte die Stellung. Brav. Wenn du gekommen bist, um dich uns anzuschließen, geh zu Eldrick. Eldrick? Ich meine, ich wusste, dass unser Schamane, also Schamane sage ich schon, unser Druide hier ist, aber bei
Na, hat doch. Hat das geheißen, er ist bei Ihnen? Er wollte zu Ihnen. Ist ja wurscht. Eldrick, ja, na bitte. Ja, ich will bei euch mitmachen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ja. Ich habe mich noch nicht entschieden. Zögerst du etwa? Dann lass dir gesagt sein, die Schatten zögern nicht. Und es braucht mächtige Magie, um mit ihnen fertig zu werden. Ich schaue mir erst alles an, bevor ich meine Entscheidung treffe. Du willst etwas sehen? Dann komm mit mir auf Nachtwache. Warum muss ein Dämonenjäger Nachtwache halten? Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Wache halten, warum? Warum muss ein Dämonenjäger Nachtwache halten? Den Bestien direkt an der Front einzuheizen wäre mir lieber, davon kannst du ausgehen. Aber wer die Flanken nicht zu sichern weiß, kann in Windeseile aufgerieben werden. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass wir auch ein Auge auf die Zivilisten werfen müssen. Ohne sie hätten wir niemanden, der uns mit Vorräten versorgt. Wie stark sind die Dämonenjäger? Wie stark sind die Dämonenjäger? Zu wenig, als dass ein Sieg ausgemachte Sache wäre. Aber genug, um den Schatten entgegenzutreten. Und bis der Tod uns holt, zählt nur eines. Steh deinen Mann und kämpfe. Mhm. Die haben alle dieselbe Augenfarbe, ne? Die schauen aus, als wenn sie wirklich, ich weiß nicht, so kalt, so eisig. Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Gut, bereite dich vor, dann geht's los. Jawohl, Sir. Ich will nur zuerst mal rein hier. Hallo. Gibt es hier zufälligerweise... Oh, cool. Gibt es hier zufälligerweise was zum Herporten? Hey, du Penner! Was stromerst du hier so rum? Danke. Du willst doch bestimmt in die Kneipe. Das hatte ich nicht vor. Was geht dich das an? Geh mir aus dem Weg. Meh? Was geht dich das an? Das geht mich eine ganze Menge an. Also riskier keine große Fresse, Kleiner. 100 Goldmünzen und du kannst weiter. Du kriegst von mir gar nichts. Du kriegst von mir gar nichts. Jetzt hör mal gut zu, du Furz. Hier mache ich die Regeln. Und weil du dich so dämlich anstellst, ist der Preis jetzt höher. 200 Goldstücke oder ich lass dich Staub fressen. Das ist nicht dein Ernst. Da behalte ich die Kröten. Was? Da behalte die paar Kröten, Namen Gottes Willen. Du kannst mich mal. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein ernstes Gesicht, siehst du? Also genug mit dem Gelaber und her mit dem Gold. Nein. Du kannst mich mal. Das schreit ja nach einer Tracht Prügel. Ja. Na, dann komm mal her, du Wurst. Gerne. Los da! Na, nicht ihm. Mann, du Trottel. Du sollst auf Mo klatschen. Das verstehe ich nicht mit dem Anvisier. Schon. Da, warum geht er auf den anderen? Das ist dumm. Das ist richtig dumm. Er steht vor mir und er geht auf einmal auf den anderen. Du kannst auch irgendwie nichts mehr machen. Keine Ahnung. Bäh, das ist echt. Das ist übel. Das ist richtig doof. So, dann halt nochmal. Mit Skippen. Dann tun wir halt speichern. Oh, das ist so nervig. Warte, das Buch wollte ich noch holen da drüben. Oh Mann, ey. Das ist echt nervig. Aber der ist stark. Wollte ich nochmal anmerken. Das heißt, ich esse lieber mal was. Na, du Furz. Hey. Servus. Hey. Na, das hatten wir schon. Ich bin noch unentschlossen. Oh, ich, du. Ja, Dämonenjäger, bla bla bla. Stark, bla 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 bla. Nachtwache, bla 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 bla. Noch nicht so. Jetzt aber. Ich werde es dem Hundling schon zeigen. Na, du Gauner. Was für eine Schande. Diese Mauern sind zu einem Auffangbecken für Betrunkene verkommen. Hey, du Penner. Du willst. So, das hatten wir schon. Das hatte ich nicht vor. Was geht dich das an? Bla bla. Das schon. Kriegst gar nichts von mir. So. Und zwei. Das ist nicht dein Ernst. Du kriegst nichts von mir. Du kannst das schon. Na dann. Los so. Doch! Jetzt mal. Zeig dich, ist es jetzt vorbei. So, und der ist bewusstlos. Der Schlag war nicht von schlechten Eltern. Ja, finde ich auch. Kann man ihn ausluten? Nix. Dann halt nicht. Schade, nix.
So, und jetzt? Ist ja schon gut. Ja? Du hast gewonnen. Was willst du? In die Taverne. Seit wann spielst du schon den Goldeintreiber? Ja. Seit wann spielst du schon den Goldeintreiber? Seit die Schatten hier die Gegend unsicher machen. Gibt genug arme Würste, die hier ihre Sorgen im Schnaps ertränken. Und denen knöpf ich dann den Zaster ab. Das ist nicht nett. Den Dämonenjägern gefällt bestimmt nicht, was du hier abziehst. Hast du es schon mal mit ehrlicher Arbeit probiert? Rück den letzten Einnahmen raus. Ich glaube, du brauchst mir wieder eine Tracht Prügel. Den Dämonenjägern gefällt bestimmt nicht, was du hier abziehst. Ja. Na und wenn schon. Nur weil ihnen ein paar Bauern in den Ohren liegen, lassen die nicht gleich die Hunde von der Leine. Können sich schließlich nicht um jeden Scheiß kümmern. Naja, warum nicht? Du solltest den Leuten helfen, statt sie zu verprügeln. Ja, Mann, bist du ein Arsch. Na, das übelst. Du solltest den Leuten helfen, statt sie zu verprügeln. Ja. Und du solltest die Schnauze halten, wenn niemand deine Predigt hören will. Wenn du den Leuten helfen willst, kannst du das gerne tun. Aber laber mir nichts an die Backe, okay? Mann, ist der gemein. Mit ehrlicher Arbeit probiert? Hast du es schon mal mit ehrlicher Arbeit probiert? Da, wo ich herkomme, ist es ehrliche Arbeit, den Leuten aufs Maul zu hauen. Aha. Also heb dir deine Ratschläge für jemand anderen auf. Dem kann man wohl nicht mehr helfen, ne? Das geht nicht, oder? Ich bin noch nicht gut genug. Ja, das habe ich schon befürchtet. Willst du dir was verdienen? Willst du dir etwas verdienen? Klar, was möchtest du? Messerstecher lernen, einschüchtern. Einschüchtern, du machst mächtig Eindruck, so viel Eindruck, dass dir der Ärger aus dem Weg geht. Steigert Einschüchtern um 10 pro Stufe. Messerstecher, mit Dolchen hast du eine doppelte Chance auf einen kritischen Treffer. Ich würde sagen, nehmen wir mal das Einschüchtern. Soll ich das gut beim Fenster hauen? Aushauen? Na, lass uns noch. Nee. Hoppala, das war die Kamera. Hallo! Kramer. Hey, suchst du etwas Bestimmtes? Inquisition. Warum? Kannst du es mir denn beschaffen? Möglicherweise. Also, ich habe hier ein paar schöne Stücke auf Lager. Musst mich nur fragen. Reisender Händler? Reisender Händler? Ja, richtig. Mein Zuhause ist überall und nirgendwo. Das kenne ich. Und wie ergeht es dir hier? Ich habe mich bisher mit dem Handel von Kleinkram, Ringen und Amuletten über Wasser gehalten. Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Dich kann man doch sicher zu einem Trinkspiel überreden. Ach Gott, ich weiß nicht, ha? Zeig mir deinen Kram. Okay, zeig mir deinen Kram. Eine Bombe. Uralter Degen. Das ist echt alt. Die Klinge hat die Jahrhunderte gut überdauert. Aha. Wurfmesser, Ohrring des Duellanten, Stichwaffe und Pistolen mehr, 2 gekreuzte Klingen aus Silber zeugen von Geschmack. Ring des Jägers, Armbrüste, Astralsicht mehr, Silberteller. Könnte man die Quest abschließen, der hätte 12. Jo. Was hätten wir denn zum Verkaufen? Blunder. Die Bärlen, würde ich sagen, können wir wieder mal 3 loswerden. Bokal behalte ich jetzt noch kurz. Was wollte der eigentlich immer haben? Der wollte doch Bokale und Teller, glaube ich, ne? Auf Kieler. Irgendwie sowas. Knochen, da behalte ich nur einen auf. Den Rest können sie haben. So, das alte Wissen ebenfalls, die Zunge, Zutat für magische Gegenstände möchte ich noch behalten. Raubtier werden von vielen Händlern genommen. Ja, bis auf ein Zähnchen würde ich sagen, so, nehmen wir alles schon. Spinnenbeinchen ist auch eine Zutat, Hauer bringt Geld, die Sichel ist eine Zutat. Man weiß ja nicht, ob man noch Voodoo macht heutzutage, wir halt, ne? Leuchtende Fühler, da können wir auch was abgeben. Ein Horn. Also Zutat für Tränke. Halt und Stopp. Jetzt habe ich eins hergegeben. Egal. Der Schwanzstachel eines Drachen sind Rasiermesser scharf und können böse Wunden machen. Da werden wir, glaube ich, auch ein paar hergeben. Schattenzepter.
Die ist zu schwer für mich. Also die kann ich nicht führen. Letzte Worte, dann Zucker brauchen wir noch, Rohstahl behalte ich noch, weil vielleicht wird aus mir noch ein toller Schmied. Eine Schaufel können wir weggeben, Schädel können wir 3 weggeben, eine Gabel können wir 3 weggeben, Krug können wir weggeben, Löffel können wir weggeben, so, Messerchen können wir auch weggeben. Ich glaube, dann sind wir fertig. Handel akzeptieren. Bitteschön. Taschendiebstahl. Ich probiere es einmal. Boah, cool. Fechtschwert haben wir bekommen. Ich speichere mal, weil das mein Trinkspiel, bin mir jetzt sicher, ob ich das hinkriege. Weil ich will kein Geld verlieren. Dich kann man doch sicher zu einem Trinkspiel überreden. Kann man schon, aber nur, wenn die Kasse stimmt. Ich trinke mir immer bis mittags einen in der Taverne. Fordere mich dann ruhig heraus, wenn du deiner Leber traust. Leber traust. Ah. So, das werden wir auch nochmal speichern, um nicht unnötig Text zu verschwenden. Ich will es einmal probieren. Trinken wir um die Wette. Ja. Okay, das sind die Regeln. Ja. Leere ich die Buddeln schneller als du, ja, krieg ich deinen Einsatz. Ja. Gibst du sie eher runter, kriegst du meinen Einsatz. Ja. Und einen Schlüssel. Oh. Einen Schlüssel? Ja. Damit kannst du eine Truhe im Hinterzimmer der Taverne öffnen. Ja. Warum nicht? Dann wollen wir mal. Okay, wir müssen gewinnen. Greife nach den Flaschen und leere sie, bevor dein Gegner es tut. Je länger du dafür brauchst, desto betrunkener wirst du. Und los! Verflucht! Jawohl, das war cool. Gewonnen. Das war jetzt instant. Und ich dachte, ich wäre gut. So kann man sich irren. Okay, okay. Ja. Hier hast du das Gold und den Schlüssel. Danke. Ich hoffe, du hast bei Travis schon für den Schlafplatz bezahlt. Andernfalls hast du im Hinterzimmer nichts zu suchen. Aha, alles und klar. Dann ist's essig mit der Truhe. Okay. Dankeschön. Dann werden wir uns einen Schlafplatz nehmen. Hallo, da ist er wieder. Hallo, Travis. Ah, Kundschaft. Ja. Wenn du einen Schlafplatz suchst, ein paar Fragen hast oder dich ausruhen möchtest, bist du bei mir goldrichtig. Ich will gern alles haben. Es sei denn, du bist auf der Suche nach Ärger. Na, da habe ich keinen Bock. Nein, ich bin auf der Durchreise. Warum? Willst du mir Ärger machen? Nein, Durchreise. Nein, ich bin auf der Durchreise. Sehr gut. Habe ich doch gleich gewusst, dass du was im Kopf hast. Ja. Aber jetzt sag schon, womit kann ich dir weiterhelfen? Schlafplatz. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ja, aber das wird euch nichts nützen. Ich habe meine Taverne, um die ich mich kümmern muss. Der Rum muss fließen, sage ich immer. Was kostet mich eine Übernachtung? Was kostet mich eine Übernachtung? Wenn du einen ordentlichen Schluck verträgst, gar nichts. Gut, ich vertrag so einiges. Nicht so schnell. Große Sprüche klopfen kann jeder. Erstmal wirst du mir deine Trinkfestigkeit beweisen müssen. Und mich säuft so schnell keiner unter den Tisch. Aha, das heißt, wir müssen uns anstrengen. Du bist kein Gegner für mich. Ich habe keine Lust auf Trinkspiele. Na, du bist kein Gegner. Du bist kein Gegner für mich. Ich werde es verlieren. Hört, hört! Da ist sich aber einer sicher. Glaube kaum, dass ausgerechnet du das Zeug hast, mich zu schlagen. Ich will dir gern die Möglichkeit geben, dich zu blamieren. Gut. Sprich mich einfach an, wenn ich mir abends am Tisch einen genehmige. Okay. Dann sehen wir ja, ob du so ein großer Trinker bist. Ja. Und wenn nicht, musst du wie der Rest bezahlen. Jawohl. Was können wir um die Wette trinken? Was? Wann? Achso, ich hab was gelesen. Wann können wir um die Wette saufen? Wann können wir um die Wette trinken? Am Abend hat er gesagt. Hast mir wohl nicht richtig zugehört, was? Jeden Abend genehmige ich mir am Tisch ein. Wenn ich also die Buddel in der Hand habe, bin ich bereit. Ja, Entschuldigung. Lass mir merken. Na, hoffentlich. Entschuldigung. Gib mir ein Bett zum Schlafen, warte mal noch. Du kennst dich doch hier aus, oder? Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Was hältst du von den Dämonenjägern? Was hältst du von den Dämonenjägern? Das ist ein verwegener Haufen. Prellen aber nie die Zeche. Angeführt werden sie von einem Druiden. Der Name von dem alten Zauselbart ist Eldrick, aber ich sehe ihn nur selten. Ich komme gut mit ihnen klar. Wenn sie nicht wären, wer weiß, ob hier dann überhaupt noch ein Stein auf dem anderen stehen würde.
dann erzähl mir mehr über diesen Eldrick. Erzähl mir mehr über Eldrick. Den wirst du hier wohl nie antreffen. Aha. Hat sich in der Zitadelle eingenistet wie eine Bettwanze. Hab gehört, dass er mal ein ziemlich gutmütiger Kerl gewesen sein soll. Aber Kalador scheint ihn verändert zu haben. Mhm. Scheint kein Risiko mehr zu scheuen, der alte Knochen. Aha, da müssen wir uns mal mit ihm unterhalten, ne? Was kannst du mir über Kalador erzählen? Kalador ist mehr als nur die Heimat der Dämonenjäger. Kalador besteht hauptsächlich aus hartem Fels, Wald und Ruin. Haben hier ein besonderes Klima, verträgt nicht jeder. Schätze, die Eingeborenen würden hier nicht glücklich werden. Mhm. Erzähl mir was über die Ruinen. Tja, die stehen schon ewig hier. Sonst wär's keine Ruine. Und ich kann dir nicht sagen, wer ihre Erbauer waren. Die einzige Ruine, die außer der Taverne bewohnt wird, ist die alte Zitadelle. Mhm. Dort haben die Dämonenjäger Quartier bezogen. Was in den anderen Ruinen haust, will ich gar nicht wissen. Stecken sicher einige Geheimnisse und Gefahren unter all dem Moos. Was weißt du über Mason? Mason ist der Mann, mit dem du dich besser nicht anlegen solltest. Das ist ein richtig harter Knochen und hoch angesehen bei den Dämonenjägern. Wenn er hier ist, traut sich so schnell niemand, die Zeche zu prellen. Mhm. Aber, und das hast du nicht von mir, raue Schale, weicher Kern. Mhm. Vielleicht haben wir doch eine Chance, wenn wir eine gute Seele haben, Dämonenjäger werden zu können. Bis gleich. Ich muss mal kurz speichern, bevor wir den unter den Tisch saufen können. So, und ja. Aber es ist eh noch nicht Abend, also muss ich noch ein Weilchen warten. Da ist ein Lagerraum, nehme ich mal an. Und wahrscheinlich kein Bett, ne? Die Betten werden wahrscheinlich alle oben sein. Aha, da sitzt auch noch jemand. Hi, wer bist denn du? Mick? Ach, sag mal, du hast nicht zufällig ein bisschen Fusel dabei? Mir fällt sonst das Sprechen schwer. Ich glaube, einen habe ich noch. Ein andermal vielleicht. Ich habe gerade nichts bei mir. Für Bettler habe ich nichts übrig. Ein andermal. Ein andermal vielleicht. Ich habe alles weggesoffen. Ich habe gerade nichts bei mir. Den Spruch kannst du dir kneifen. Kommst ja doch nicht mit einer Buddel angeschissen, kennt man ja. Wenn dir die Goldstücke nicht aus der Tasche purzeln, guckt man dich mit dem Arsch nicht an. Wenn ich erstmal Dämonenjäger bin, läuft hier einiges anders. Ah. So wie der aussieht, wird er niemals aufgenommen. Warum sollten die Dämonenjäger dich aufnehmen? Typen aufs Maul zu hauen, kriege ich hin. Aber das genügt denen ja nicht. Laber mir was vor von Traditionen und Verpflichtungen. Ich meine, seien wir mal ehrlich. So ein alter Opa führt die Kerle an. Kann ja nichts werden. Mit mir als Anführer könnten wir es allen zeigen. Alter, das ist wieder so typisch, ne? Revoluzzer. Ich glaube, die Dämonenjäger sind nicht das Richtige für dich. Da bin ich mir auch sicher. Ach, und was soll ich dann machen? Zurück zur Piraterie? Nein, danke. Werd den Säcken schon zeigen, dass ich es drauf habe. Mhm. Ja. Magischer Kristall. Da können wir ein bisschen was mitnehmen, wenn die Leute schlafen, ne? Ich werde nur kurz, damit es Abend wird, nur kurz mal hinlegen. So, schnell raus hier. Hau schon ab! Ich habe nichts gemacht. Alles gut. Aha, das geht sie nicht mehr aus. Den Typen jetzt da unter den Tisch zu saufen, geht sie für den Part nicht mehr aus. Na gut, egal. Dann heute im nächsten. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Mal schlucken. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.